Normalerweise habe ich eine andere Begrüßung, aber heute kann ich einfach nur sagen, Mädel, Leute. Wie ihr sehen könnt, ich bin nicht zu Hause, ich bin gerade im Urlaub. Und ich habe auch eigentlich gesagt, im Urlaub mache ich keine Videos, außer etwas komplett Extravagantes passiert. Etwas, was die Welt bewegt. Und wie es ausschaut, ist das gestern passiert. Denn an einem einzigen Tag wurde der Drache dreimal besiegt. Ihr denkt euch jetzt sicher, wie, was, warum? Also wir fangen jetzt vor ein paar Tagen an. Der Drachenlord wurde auf YouTube gebannt, weil er auf seinem Main-Kanal einen Strike hatte und auf seinem Zweitkanal trotzdem ein Video gemacht hat. Das hat YouTube als Verletzung und Umgehung des Strikes gesehen und hat ihn gebannt, deswegen auf YouTube. Komplett weg, der komplette Kanal. So, dann denke ich, dass ich, was könnte ich machen? Stream ich auf Twitch. Dann hat er auf Twitch gestreamt, ist im Stream von ganz vielen Usern reported worden, darunter auch Elotrix, weil er vor ein paar Jahren schon mal auf Twitch gestreamt hat und dort gebannt worden ist. Dann hat das Twitch-Team gesehen, jo, der ist schon gebannt gewesen, Stream ist auf einem neuen Account, bannen wir den nochmal weg. Wir schreiben gestern, Drachenlords TikTok-Account wurde gebannt, weil auf seinem TikTok-Account ein Link zu seinen OnlyFans geführt hat, was auf TikTok verboten ist, weil OnlyFans eine FSK 18-Seite ist. Dann, als ob die Autoren da oben gehört hätten, ist nach 2 Stunden danach sein OnlyFans-Account gebannt worden. Warum, das weiß man noch nicht. Man kann nur spekulieren, aber die Wahrscheinlichkeit steht sehr groß, dass er von OnlyFans selber gebannt worden ist und seinen Account nicht gelöscht hat. Und danach natürlich noch mal eine Stunde später, ist sein Snapchat gebannt worden. Warum, das weiß man auch noch nicht. Das ist noch ein Rätsel, aber man versucht es zu lösen. So, er schaut jetzt folgend für Drachenlord aus. Er hat jetzt noch eine einzige Plattform, auf der er nicht gebannt worden ist. Er ist bereits auf YouTube gebannt worden, auf Twitch gebannt worden, auf Snapchat, auf TikTok, auf OnlyFans, auf Twitter vor ein paar Jahren, auf Instagram vor ein paar Jahren. Und Jungs, er hat noch eine einzige Plattform, und zwar Odyssey. Aber das Problem bei Odyssey ist, die wird ihm nicht helfen, sein Leben zu finanzieren. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Drachenlord auf Odyssey ca. 400 Abonnenten und macht durchschnittlich nur 3000 Views auf seine Videos, was wirklich besser ist als der Durchschnitt auf Odyssey, weil Odyssey kennt wirklich keiner. Und falls Drachenlord es wirklich schaffen sollte, utopische Zahlen wie 9000 Views auf Odyssey zu erreichen, bekommt er pro Video 2 Euro. Er wird nicht imstande sein, sein Leben damit zu finanzieren. Es kann uns egal sein, ob er pro Monat einen Monster Energy mehr oder weniger hat. Es bringt nichts. Er wird davon nicht leben können. Es gibt jetzt 3 Optionen für den Drachenlord. Option 1. Er macht das gleiche wie Mimi, weil Mimi ist auch dadurch gebannt worden, dass er auf seinem Zweitkanal sozusagen einen Strike umgangen hat und hat dann Google angeklagt. Ich glaube nicht, dass Drachenlord das Geld dazu hat, Google anzuklagen, um zu gewinnen, weil wie wir wissen, Drachenlord würde nicht die besten Argumente vor Gericht vorbringen. Aber stellen wir einfach vor, er würde gewinnen, Bastian hätte seinen YouTube-Account wieder. Okay, das wäre Option 1. Option 2 wäre, dass er jetzt aufs Odyssey sein Ding macht, nirgendwo anders entbannt wird und einfach irgendwo schnauen geht und 10 Euro pro Monat bekommt. Das ist es. Mehr wird nicht passieren beim Drachenlord auf dieser Plattform. Die dritte Option aber ist, was ich am wahrscheinlichsten finde, dass er Hartz IV beantragen wird. Die vierte Option wäre, dass er arbeiten geht, aber das wird nicht passieren, deswegen belasse ich diesen 3 Optionen und wir können nur mutmaßen, was die Autoren da oben als nächstes geplant haben für unseren lieben Rainer Winkler. Ich stelle mir gerade vor, wie er gestern um 5 Uhr abends aufgewacht ist und gesehen hat, dass er überall weggemeldet worden ist. Ich hätte das sogar an sein Gesicht gesehen und ich bin mir sicher, hier von Italien habe ich gestern sein Schreien mitbekommen. Ich weiß nicht mehr, was es großartig dazu zu sagen gibt. Ist er der Drachenlord besiegt? Ja oder nein? Er sagt immer noch nein, aber er wurde gestern schon dreimal besiegt. Also ich glaube nicht, dass er da jetzt so schnell zurückkommen wird und auch die Reichweite wieder bekommen wird, wie er sie hatte. Aber es bleibt spannend. Und deswegen würde ich sagen, beende ich das Video hier. Ich glaube, es wird jetzt nichts mehr passieren, bis ich vom Urlaub zurück bin. Deswegen kommt jetzt kein Video mehr, bis so circa einer Woche. Aber es wird wahrscheinlich noch beim Drachenlord was abgehen. Also vielleicht seht ihr noch 1, 2 Videos von mir hier im Urlaub. Das war's, Jungs. Peace.